Herzlich willkommen bei uns im Senckenberg Museum hier in Frankfurt. Mein Name ist Jan Wacker und ich möchte Sie heute ein bisschen in unsere Messelausstellung entführen, nämlich zu dem Wahrzeichen der Grube Messel. Was ist Messel? Messel ist eigentlich ein Ort in der Nähe von Darmstadt und da ganz in der Nähe haben wir eine super Fossillagerstätte, die so in eine Zeit datiert von vor 48 Millionen Jahren. Dort haben wir sehr gut erhaltene Fossilien, so gut erhalten, dass die Grube Messel 1995 zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt worden ist. Senckenberg ist vom Land Hessen mit den Ausgrabungsarbeiten vor Ort betraut worden und so haben wir eine besonders schöne Ausstellung zu diesem Thema da. Die Grube Messel war vor 48 Millionen Jahren ein Vulkan. Vielleicht ähnlich, wie man sie heute noch aus der Eifel kennt. Wir haben einen explosiven Vulkanismus. Es ist Magma, also heißes Gestein, an einer Störungszone nach oben gedrungen, auf Grundwasser getroffen und dadurch haben wir eine riesen Explosion bekommen. Ja, der Dampf, der nach oben raus wollte. Das Material ist teilweise in diesen Krater zurückgefallen. Das Ganze ist wahrscheinlich auch mehr als nur einmal passiert. Und als sich dieser Vulkanismus beruhigt hatte, hat sich in dem oberen Bereich ein relativ tiefer See entwickelt. Dadurch, dass der See sehr tief war, hat unten nicht viel Bewegung stattgefunden, so dass sich ganz feine Partikel dort ablagern konnten. Und in diesem Faulschlamm, der sich in diesem See abgesetzt hat, sind alle Organismen, die in dem See gelebt haben und abgesunken sind oder von der Seite her eingetragen worden sind aus der Umgebung, sehr, sehr gut konserviert, weil dieses feinkörnige Sediment sehr gut die Details nachgezeichnet hat. Dieses Gestein wurde bis in die 1970er Jahre abgebaut. Da steckt eine Vorstufe vom Erdöl drin, das wurde verschwelt, um daraus Erdöl zu gewinnen. Das hat sich dann nicht mehr gelohnt und zum Glück ist keine Mülldeponie draus geworden, sondern ein UNESCO-Weltnaturerbe. Und das Wahrzeichen der Grube Messel, nämlich das Urpferdchen, das möchte ich Ihnen noch ein bisschen näher vorstellen. Hinter mir sehen Sie Eurohippos, das kleine Urpferdchen. Es sind mittlerweile einige Exemplare bekannt, nicht nur hier aus Deutschland. Aber besonders gut erhaltene kommen eben aus der Grube Messel. Und Sie sehen hier hinter mir an dem Fossil einen Umriss, sodass wir diese Modelle sehr gut rekonstruieren können. Eurohippos war wahrscheinlich ein kleiner Waldbewohner. Die Umgebung Messels sah vielleicht am ehesten so aus wie heute subtropische Wälder. Und er hat sich da in dem Blattwerk bewegt, hat eben auch Blätter gefressen, aber auch Früchte. Im Magen von diesen Tieren hat man unter anderem zum Beispiel verschiedene Blätter erkennen können, aber auch Traubenkerne. Ja, manche böse Zungen behaupten, das wäre das erste Paläoalkoholismus-Opfer. Ja, vielleicht gegorene Trauben gefressen und dann besoffen in den See gestürzt. Wir wissen es nicht. Das Fossil hier hinter mir zeigt sogar zwei Urpferdchen. Sie sehen nämlich hier tatsächlich ein schwangeres Weibchen und man kann die Knochen des Jungtiers dort drauf noch gut erkennen. Und gerade solche Funde machen es uns möglich, das Ökosystem Grube Messel besonders gut erforschen zu können.